Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du halt wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und heute starte ich mal wieder ein Vlog-Format für euch, denn ich werde heute 24 Stunden, beziehungsweise ich starte jetzt mit dem Video, werde es dann morgen weiterdrehen, 24 Stunden Kindheitsprodukte aus meiner Kindheit essen, die ich früher absolut gefeiert habe. Natürlich nicht nur schauen, was man früher gegessen hat und was man heute isst, weil da gibt es echt ein paar Produkte, die mag ich überhaupt nicht mehr und die muss ich mir nicht unbedingt komplett reinpfeifen. Nee, weil war ich gerade dafür auch einkaufen mit meiner Mom. Die weiß dann nämlich einfach besser Bescheid, was ich früher als Babykind gegessen habe, weil ich hatte auch so ein paar Babyprodukte dabei und da wusste ich überhaupt nicht mehr. Ich wusste nur, dass ich irgendwie Spaghetti Bolognese gerne mochte in diesem Gläschen und ansonsten wusste ich gar nichts mehr. Deswegen hat sie mir da ein bisschen geholfen. Und mit dem Video bereits gerade im Auto gestartet, weil eine Sache, die, ha, da konnte ich einfach nicht warten, da muss ich sofort aufmachen. Da bin ich jetzt selbst. So Leute, ich sitze gerade noch im Auto und weil ich gerade nicht abwarten will, bis ich zu Hause bin, dann dachte ich mir, ich probiere jetzt schon mal das erste Kindheitsprodukt, was ich früher so mal oft in meiner Kindheit gegessen habe. Und diese Lollis hier. Und weil ich kaum mal erwarten kann, dann probiere ich jetzt einfach schon mal ein. Ich liebe die immer noch, ich weiß es jetzt schon. Und deswegen probiere ich jetzt schon mal ein. Struggle, wie ich das jetzt da rausbekomme. So, ich habe jetzt hier meinen Traumzuckerlolli. Ihr könnt ja aber kommentieren, ob ihr diese Traumzuckerlollis auch so geliebt habt wie ich. Meine Lieblingssorte war auf jeden Fall mal Erdbeere. Es gibt ja noch Multi. Multi schmeckt auch richtig gut und Kirsche. Kirsche habe ich immer gehasst. Also wenn wir alle Sorten zu Hause hatten, war immer zuerst Erdbeere weg. Und ich liebe die. Aber die sind immer so hart. Deswegen habe ich die immer gelutscht. Und so wird das Video jetzt den ganzen Tag so weiter verlaufen. Ich werde heute anfangen und morgen dann noch ein bisschen weiter drehen, weil wir jetzt bereits schon Mittag haben. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mal mit dem Mittagessen. Ich habe zwei Mittagessen ausgesucht aus der Babyabteilung. Wir werden das jetzt mal zubereiten und dann probieren und dann den Live-Test machen. Und ich würde mal sagen, let's do this. So Leute, das waren die Produkte, die ich als Kind am meisten gefeiert habe. Ich werde jetzt hier auch Werbung einblenden, weil ihr eine Marke seht. Das hier ist Karotten mit Kartoffeln und Rind. Das finde ich, sieht ziemlich appetitlich aus. Auf jeden Fall wird bestimmt super schmecken. Das hier könnte ich mir so ganz lecker vorstellen. Man sieht die Nudeln jetzt nicht, das sind immer nur so Stäbchennudeln. Also da bin ich noch, habe ich noch Freude drauf, aber das hier, das sieht ein bisschen eklig aus. Also mal schauen, ich werde das jetzt mal warm machen und dann gleich mit euch live probieren. Yes. Ich dachte mir erstmal, bevor ich das Ganze erwärme, mache ich erstmal den Geruchstest. Das hier ist jetzt Karottenkartoffel drin und das riecht, ich kann diesen Geruch nicht, auf jeden Fall ist das so eine Schwabbeldibbel-Ekel. Geflüssigkeit oben und das riecht so nach Erbsen, Leute. Obwohl da keine Erbsen drin sind. Ich rieche auf jeden Fall kein Fleisch und jetzt werde ich mir das andere aufmachen. Mama, mach mal auf. Das riecht gut. Das riecht echt gut. Das riecht wirklich wie. Das riecht gut. Das also. Hier ist jetzt Spaghetti Bolognese. Wir müssen die Glas erwärmt und wir haben uns gerade aufgefallen, meine Mama hat schon probiert, sie sagt, es schmeckt gut. Dass es für den vierten Monat ist, also das heißt, es ist jetzt komplett durchprobiert, weil wir wahrscheinlich keine Nudeln schmecken. Das riechen wir uns auf jeden Fall. Das schmeckt nach gar nichts. Da fehlt voll Salz und Pfeffer. Naja, Babys ab 4 Monate dürfen ja auch noch nicht so viele Gewürze essen. Jetzt reinklatschen wir ein bisschen Salz rein. Okay Leute, hier noch meine Gewürze. Ich werde jetzt das Kind essen. Und jetzt noch ein bisschen besser. Ja. Jetzt schmeckt's noch was. Okay Leute, ich habe jetzt das nächste. Karotten mit Kartoffeln und Rind. Meine Mama meinte gerade, gar nicht so schlecht. Ich denke mal so, es sieht so aus wie Kotze. Und es riecht auch nach Erbsen. Ach nein, ich wollte gerade sagen, es riecht auch nach Kotze, aber nein, das tut es tatsächlich nicht. Also es riecht gar nicht so schlecht, aber es sieht nicht sehr appetitlich aus. Also würde ich mir das heute angucken, würde ich es nicht freiwillig kaufen, nicht freiwillig essen. Aber ich tue es jetzt für dieses Video, weil ich es früher geliebt habe und gern mochte und mal schauen. Uah. Nee. Das darf ich mir. Ich teste jetzt einfach,
noch ein weiteres Kind als Produkt aus meiner Kindheit. Das befindet sich tatsächlich hier im Kühlschrank. Und zwar ist es diese Leberwurst hier. Ich weiß nicht, kennt ihr sie? Kennt ihr auch diese Bärchenwurst? Also es gibt auch diese Mortadella von. Auf jeden Fall habe ich diese Streichwurst davon geliebt. Und ich habe hier mir bereits ein Brot hingelegt. Und da werde ich jetzt einfach mal so ein Stück probieren, wie die denn schmeckt. Weil ich habe sie vorhin bereits ja schon mal einen Geruchstest gemacht. Und ich fand den Geruch echt ekelhaft. Ich finde, das riecht wie so eine Hundeleberwurst. Ich hatte das viel leckerer in Erinnerung. Und ich wäre jetzt ziemlich enttäuscht, wenn jetzt mein Kindheitsessen, was ich früher gegessen habe, jetzt zerstört wird hier durch nochmal wieder probieren. Guck, mein Hund ist schon voll scharf drauf. Auf jeden Fall werde ich das jetzt mal probieren. Ja, Niki, du kriegst auch ein Stück. Versprochen, ne? Das Video wird gerade irgendwie so nonstop in meiner Küche gedreht, aber ich habe jetzt hier so eine Leberwurst-Ecke von dem Brot voll gemacht und meine Hunde gucken mich beide so an, als ob ich jetzt das geilste Essen in der Hand hätte des Jahrhunderts. Und mal schauen, ob die immer noch so gut schmeckt wie früher. Und ja, ich würde einfach sagen, ich probiere es mal. Also ganz bezüglich des Brotes schon echt geil. Aber sie schmeckt immer noch gut. Ihr müsst mal kommentieren, ob ihr euch unter Leberwurst Butter schmiert oder allgemein, ob ihr Leberwurst mögt. Weil ich bin so ein Mensch, mein Bruder sagt, Butter muss unter Nutella. Ich sage, Butter gehört nicht unter Nutella. Er sagt dafür, er hasst es, wenn man unter Leberwurst Butter schmiert. Ich sage, unter Leberwurst muss aber Butter, weil sonst schmeckt es nicht. Also kommentiert mal, ob ihr unter Leberwurst Butter streichen würdet. Unterstützt mich, supportet mich, dass man unter Leberwurst Butter schmiert. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, das schmeckt immer noch geil und ich glaube, meine Hunde bekommen jetzt ab. Tut mir leid. Okay, Leute, ich habe jetzt doch hier noch ein kleines Stück für meine Babys. Oh, jetzt hat der Niki nichts bekommen. Oh, noch ein Stück. Ab und zu dürfen Hunde auch mal lieber raus. Naja. So, Leute, wir haben jetzt bereits auch wieder abends. Es sind einige Stunden jetzt vergangen, weil ich auch völlig die Zeit vergessen habe. Aber ich dachte mir, ich hole mir jetzt mal einen kleinen Snack. Der Schokoladensnack. Und zwar habe ich den früher in meiner Kindheit sehr gerne gegessen. Und zwar ist das Montepudding. Ich muss überhaupt ein bisschen hin und her gehen, weil das Licht gerade nicht so top ist wegen der Sonne. Auf jeden Fall einer meiner Favorite Snacks früher, also Puddings, whatever, war Montepudding. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Also ich hoffe, dass er immer noch genauso schmeckt wie vor fast 20 Jahren. Also ich glaube, dieser Pudding sieht seit 20 Jahren genau gleich aus. Also ich bin nicht 20, ne, also ich bin 18. Aber ich glaube, den Pudding gibt es schon seit 1900. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also auf jeden Fall kenne ich den schon seit ich ihn kenne. Also bestimmt schon seit 15 Jahren, ja. Und seitdem hat sich diese Packung sowie die Größe nicht geändert. Doch, die haben noch neue Größen rausgeholt. Ich glaube, es gibt noch größere, also so mittel und ganz groß. Und ich glaube, es gibt sogar Megamonte und auch Getränke jetzt davon. Aber egal, ich wollte die Variation, die ich damals aus meiner Kindheit kannte, das war die hier. Und die werde ich jetzt testen und probieren. Ich hoffe, sie schmeckt genauso gut wie noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Und yes. So Leute, ich habe jetzt ernsthaft kurz mein Stativ aufgebaut, weil ich sonst nicht weiß, wo ich mich hinstellen soll. Auf jeden Fall, ich habe gerade schon den Deckel abgeleckt und das oben drauf, das Weiße, schmeckt einfach doch so wie immer. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal wissen, bevor ich den jetzt aufesse, was für ein Typ von Montepudding-Esser ihr wart. Wart ihr die diese Schicht so bis zu der braunen Schicht abgegessen habt und dann nur die braune, also einzig die weiße Schicht gegessen habt und dann einzig die braune? Oder seid ihr der Typ, der alles vermischt hat? Ich weiß, dass ich eine Zeit lang immer gleich gemischt habe, aber jetzt bin ich eher der Typ, der erst diese weiße Schicht alleine isst und so ab isst und dann isst die braune. Kommentiert mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, ob du Team Monte Mischer bist, also wenn du das alles vermischt, oder Team Monte, das ist das andere, weil mir gerade kein anderer Name einfällt, was man über das andere nennen könnte, dass man beides einzeln isst. Deswegen, wie gesagt, ja, der alles einzeln ist. Und es schmeckt einfach immer noch wie vor. Hier ist meine Kindheit. Wisst ihr, Leute? Ich hasse es einfach, vor der Kamera zu essen. Ich weiß nicht, ich finde es total creepy. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich nehme das gerade auf für ein YouTube-Video. Und ich sitze hier einfach und esse ein Pudding. Deswegen muss ich auch so. What the fuck? Brown. Crystal Brown, Crystal Brown. Hat mich fokussiert. Dankeschön, Kamera auf für nichts.
Ja. Ja, okay, ich glaube, das reicht auch jetzt zum Monte-Test. Ich esse den dann mal auf. Und wir sehen uns dann, glaube ich, morgen erst wieder. Weil für morgen habe ich noch richtig coole Joghurts, andere Sachen. Und die passen eher zum Frühstück. Und deswegen mache ich jetzt heute mal hier Ende. Und wir sehen uns morgen früh in aller Frische wieder. Und yes. Good morning in the morning. Beziehungsweise ist bei mir jetzt wieder morgen. Ich habe ja gestern Abend mit dem Monte-Pudding aufgehört hier in diesem Video. Beziehungsweise ihr seht das Video eher am Stück. Ihr merkt das eh gar nicht, dass ihr eine Pause macht. Oder dass Nacht ist, Tag ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Morgen. Und ich dachte, bevor ich frühstücke, snacken wir einfach mal. Beziehungsweise probieren wir doch einfach mal die Joghurts, die ich gekauft habe, vor dem Frühstück aus, weil meine Mom, die ist gerade noch beim Friseur und wir frühstücken normalerweise immer zusammen. Deswegen dachte ich, warte ich noch auf sie. Und deswegen dachte ich, probiere ich doch jetzt einfach mal die Joghurts. Und ja, also ich würde sagen, einfach let's go. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann. So, und zwar war einer meiner Lieblings-Kindheitsjoghurts dieses Monsterbacke. Ich weiß nicht, kennt das jemand noch von euch? Dann kommentiert mal unten in die Kommentare, wenn ihr Monsterbacke auch so gefeiert habt wie ich. Oder ob ihr eher der Fruchtzweck-Fan war. Natürlich war ich auch voll der Fruchtzweck-Fan, aber ich habe mich jetzt für die entschieden, weil es ja im Endeffekt dasselbe ist, weil ich die cooler fand. Ich finde das Design auch viel cooler als Fruchtzwerge. Auf jeden Fall. Bin ich mir nicht sicher, also wenn ihr die kennt, ich meine, früher war die Sorte nicht Erdbeere, Banane, Himbeere. Also Erdbeere, Banane bin ich mir sicher, dass es die schon gab, aber ich bin mir sicher, Himbeere war früher irgendwas mit Pfirsich oder so. Entweder ich bin jetzt komplett behindert oder so, aber ich meine, es war früher nicht Himbeere, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall werde ich davon jetzt mal einen probieren, weil Erdbeere finde ich langweilig, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und ich weiß, dass ich Himbeere nicht so gerne als Joghurt mache, deswegen probiere ich jetzt einfach mal hier Banane. Bin gespannt, wie der gleich schmecken wird, weil normalerweise bin ich nicht so der Bananenfan. Ihr wisst ja, ich hasse Bananensaft und ich weiß gar nicht mehr, wie Bananenjoghurt schmeckt. Wir werden jetzt einfach probieren. Okay, er stinkt schon mal. Cry. Ich jetzt den Bananenjoghurt probiere, hole ich noch das andere und ich glaube, das wird auf jeden Fall lecker schmecken, weil es ist so ein Baby-Apfelmus mit Birne und Apfelgeschmack. Ich hole die einfach mal und dann sehen wir uns gleich. An das konnte ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ich soll früher voll gerne so einen Apfelmus gegessen haben. Birne und Apfel. Das sieht geil aus. Was würdet ihr jetzt lieber probieren? Das oder das? Noch ein Getränk dazu. Wer kennt es nicht? Punika! Mit diesem coolen, also es geht mir hauptsächlich um dieses Verschlussding hier, dass man das früher als Kind total gefeiert hat. Und schmeckt auch immer noch geil. Und ich bin übrigens heute ungeschminkt, weil am Wochenende ist die Glow und ich gehe nachher noch zum Friseur, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen fertig aus, oder? Keine Ahnung, ich bin gerade aufgestanden, weil ich mir nachher noch die Augenbrauen zupfe und mir wahrscheinlich die Wimpern färben lasse und dann muss ich ungeschminkt sein, deswegen wäre es umso nötig, sich jetzt für eine Stunde zu schminken für diese Szene vom Video. Deswegen mein Beileid an euch, dass ihr mich ungeschminkt heute ertragen müsst, noch die letzten 3 Minuten von diesem Video. Leute, wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an nichts Schönes. Kennt ihr das? So, wenn ihr so krank seid und ihr Antibiotikum schlucken müsst, genau an so einen Scheißsaft erinnert mich das, an so ein richtig ekliges Antibiotikum. Nicht so schön fruchtig, ich könnte das jetzt mit einem Pfannkuchen essen, aber ich habe jetzt keinen Pfannkuchen. Ich glaube, das wird viel besser schmecken. Himmel. Himmel, Leute. Ich schmecke zwar keine Birne, aber es schmeckt einfach 10.000 Mal besser als so normaler Apfelmus, den man so kauft, weil dadurch, dass es ab dem 4. Monat ist, das ist so richtig klein püriert. So richtig heftig klein püriert. Das ist so richtig fein. Ich würde sagen, ich beende einfach schon mal das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Oder wenn ich nochmal eine coole 24-Stunden-Challenge machen soll und ihr Ideen habt, dann kommentiert mir die jetzt unbedingt unter dieses Video, weil ich habe unbedingt Bock drauf auf so Challenges. Oder wenn ich mal allgemein so irgendwie teste alle Produkte von dies, das oder so machen soll, dann kommentiert mir alle eure Ideen jetzt gerne in die Kommentare. Und falls du mir noch nicht folgst auf YouTube, Instagram, TikTok, dann kannst du das auch gerne hier tun. Ich blende hier einmal alle Namen ein und dann sehen wir uns da auch vielleicht täglich.
und dann bist du immer up to date. Und ansonsten wünsche ich dir noch ein ganz schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und tschüss!